I just wanna make you sway. I wanna make you sway. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. Sway. I just wanna make you sway. Sie haben es gesehen, die IDM Superbike steht jetzt auf dem Programm. Wir schauen hier auf den Sachsenring, die vierte Saisonstation. Hier haben wir also nochmal die Übersicht, 17. bis 19. Juni. Die IDM Superbike mit beiden Rennen, die IDM Supersport mit beiden Rennen, die 125er Sidecars, den Yamaha R6 Dunlop Cup und natürlich ein Gewinnspiel. Von daher gut aufpassen hier im Video, denn dann gibt es ordentlich was zu gewinnen. Hier haben wir nochmal den Sachsenring, die Draufsicht auf die Strecke und hier natürlich auch jetzt noch ein paar Streckendaten, also 10 Linkskurven, 4 Rechtskurven und alle anderen Fakten, auch 780 Meter ist die längste Gerade, das ist Start und Ziel. Und damit wollen wir natürlich auch nochmal drauf schauen, wer denn im letzten Jahr hier bei den Superbikes die Nase vorne hatte. Das war im ersten Rennen Karl Margaritsch vor Werner Damon und Stefan Nebel, Martin Bauer im zweiten Rennen vor Dario Giuseppetti und ebenfalls Werner Damon nochmal auf dem Podest. Hier im Training Dario Giuseppetti auf der Pole Position gelandet, er die schnellste Zeit gefahren. Und zwar hat er im Training eine 1:24.125 gefahren und war damit 0,405 Sekunden schneller als der zweite, als Karl Margaritsch, der amtierende Meister. Sie sehen es, vierter, dritter. Also es war immer ein Podestplatz bisher dabei, aber auch immer ein vierter Platz. Vielleicht wird es ja an diesem Wochenende für ihn endlich mal wieder ein bisschen mehr. Die 1 hat nämlich lange, lange Zeit nicht mehr gewonnen. Am Sachsenring im letzten Jahr gab es den letzten Sieg. Wir haben es gerade gesehen. Martin Bauer auf Rang 3 in der Startaufstellung. Nach den 2 Siegen am Lausitzring lief es danach ja in Oschersleben unglücklich für ihn. Und dann Rang 2 am Nürburgring im ersten Rennen und Rang 10 im Nassen im zweiten Rennen am Nürburgring. Also die 45 auf Rang 3 und Matthijs Mirsch, der Gesamtführende der IDM Superbike mit insgesamt schon 3 Siegen, einem Ausfall im 6. Platz und im 4. Platz. Er auf Rang 4 in der Startaufstellung 0,622 Sekunden zurück hinter dem Polesetter, hinter Dario Giuseppetti. Jetzt gehen wir rein in die zweite Reihe. Michi Ranseder dort unterwegs, der Sieger vom Nürburgring, vom ersten Rennen dort. Er konnte sich also hier Rang 5 holen auf der BMW und war damit wieder mal ganz in der Nähe seines ja, Intimfeindes, so möchte man mal sagen, wenn man die Bilder von Hockenheim im letzten Jahr noch vor sich hat. Und seitdem sind die beiden immer ganz, ganz dicht zusammen, sowohl im Training als auch im Rennen, nämlich Michi Ranseder und er hier, Damien Catlin, mit der 50 vom Alpha Technik Transon Kraftwerk BMW Team. Er also hier auf Startplatz 6. Dann haben wir die nächste BMW auf Startplatz 7. Das ist Barry Wennemann, den haben wir hier im Bild. Er also mit der 7 auf der 7, 1:24.987 seine Zeit und damit 0,862 Sekunden zurück hinter der Trainingsbestzeit von Giuseppetti. Sascha Hommel, für ihn das Heimspiel hier am Sachsenring, hat viele, viele Fans mit hergebracht, die ihn hier natürlich tatkräftig unterstützen, lautstark unterstützen und natürlich auch ja, ein bisschen lustig unterstützen. Alle mit bunten Mützen herumgerannt hier im Fahrerlager. Also er auf Rang 8 und damit vor seinem Teamkollegen, vor Jürg Teuchert, denn der eröffnet Startreihe 3 mit Startplatz 9. Wir sehen die Positionen, Rang 2, das bisher beste Ergebnis am Nürburgring im zweiten Rennen. Gareth Jones mit der BMW, mit der Wilbers BMW, mit der Startnummer 87, er auf Startplatz 10, 1,228 Sekunden zurück, 1:25.353 seine Zeit hier im Training. Kevin Barr ebenfalls erstmals in den ersten drei Startreihen hier unterwegs. Für ihn ist es damit Startplatz 11. Der Teamkollege von Karl Margaritsch und Rang 12 im Training ging an ihn hier, an Gisbert van Ginhoven, ebenfalls auf der BMW unterwegs, mit Rang 5 am Nürburgring das beste Ergebnis. Das waren also die ersten drei Startreihen. Wir schauen nochmal auf die Übersicht, wollen uns das Ganze natürlich nochmal anschauen.
zusammengefasst, also Reihe 1, Joseph Petty ganz vorne, dann Karl Muggeridge, dann haben wir Martin Bauer und Matthias Mersch. Das ist also die Spitze der IDM, auch hier in der Spitze im Training vertreten. Dann Ranseder, Katlin Winnemann und Sascha Hommel. Und in Reihe 3, da ist es dann Jörg Teuchert, Gareth Jones, Kevin Waar und Gisbert van Ginhoven. Und damit kann es reingehen in dieses erste Superbike-Rennen bei strahlendem Sonnenschein. Insgesamt 21 Runden sind zu fahren und wir schauen, wer hat den besten Start. Ganz rechts, das ist Dario Giuseppetti, da sehen wir nur den Helm. Und los geht es, die Wilde hat's hier auf dem Grand Prix-Kurs des Sachsenrings und Karl Muggeridge hat einen Bombenstart hingelegt, genau wie Matthias Mersch, aber auch Martin Bauer kam richtig gut weg. Dario Giuseppetti musste sich da erstmal auf Rang 4 einreihen, muss jetzt den weiten Weg hinein ins Omega gehen, ansonsten alle gut durchgekommen hier durch die erste Kurve. Schauen wir mal, Muggeridge immer noch vorne, Giuseppetti schon wieder auf Rang 2, dann Mersch und Bauer, das war die Reihenfolge, also die ersten vier sind auch ja, vom Training her hier erstmal wieder so vorbeigekommen. Zweite Runde, Muggeridge vorne, dann Bauer gegen Muggeridge, aber auch gegen Giuseppetti, das hat nicht geklappt. Und da wird es knapp zwischen Muggeridge und Giuseppetti, aber auch das klappt nicht. Von daher alles beim Alten geblieben. Wie gesagt, die erste Reihe ist komplett so geblieben. Da hat man nur ein bisschen Positionen getauscht. Karl Muggeridge, der amtierende Meister, konnte dort die Führung übernehmen. Von Startplatz 2 aus ja ins Rennen gegangen. Die nächste Gruppe führt Sascha Hommel an. Gut zu erkennen am gelben Helm. Jörg Teuchert am Ende dieser Gruppe und dann, wie gesagt, Sascha Hommel auf der nächsten Yamaha führt die Verfolgergruppe an, wenn man davon überhaupt schon sprechen kann. Muggeridge, dann Wilders Leid von Giuseppetti und das ist die Chance für Bauer gewesen und die hat er eiskalt genutzt, vorbeigegangen. Dahinter Hommel und Kevin Waar. Hier haben wir auch DJ Grams mit dabei, hier im Bild. Er ja eigentlich in der International Road Racing Championship unterwegs, sehr, sehr erfolgreich dort. Da ist er Seriensieger, Titelverteidiger und jetzt halt mal mit dem Gaststart hier bei der IDM Superbike auf dem Sachsenring. Für ihn natürlich auch sowas wie ein Heimspiel. Er kommt ja aus Limbach-Oberfrohna, das Ganze ja nicht weit weg. Wir haben es in der Supersport gesehen, das ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass da Außenseiter aus Limbach-Oberfrohna durchaus mal gewinnen können hier am Sachsenring. So, Bauer, jetzt die Attacke gegen Karl Muggeridge, das geht noch nicht gut. Giuseppetti auf Rang 3 und dahinter haben wir dann Matthias Mersch, den gesamtführenden Ranseder, Katlin. Und dahinter, das müsste dann Gareth Jones gewesen sein. Also hat sich noch nichts getan hier in der vierten von insgesamt 21 Runden. Und wenn Sie sich aufs Gewinnspiel freuen, einfach noch ein bisschen zuschauen. Das kommt immer bei jedem Video, ungefähr bei Rennhalbzeit. Da haben Sie dann die Chance, hier was zu gewinnen und es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Das kann ich schon mal versprechen. Jetzt schauen wir allerdings erstmal wieder aufs Rennen. Es geht hinein in die fünfte Runde. Muggeridge immer noch vorne. Das sieht im Moment souverän aus. Also er macht die Pace. Ranseder die Attacke gegen Matthias Mersch. Das hat funktioniert, ist dort vorbei. Und damit hat er erstmal wieder ein bisschen Luft geschafft zwischen sich und Damien Katlin. Also die beiden, das ist schon auffällig, beide ja von der IDM Supersport aufgestiegen in die IDM Superbike. Und beide immer mit ähnlichen Leistungen, im Training fast immer gleich und auch im Rennen sind sie immer ganz, ganz dicht beieinander. Auch hier wieder am Sachsenring sollte das so sein. Kevin Waar an Sascha Hommel vorbeigegangen, also er führt die nächste Gruppe an und jetzt die Attacke von Martin Bauer gegen Muggeridge und diesmal hat es funktioniert, diesmal übernimmt Martin Bauer die Führung, also neue Reihenfolge, Bauer, Muggeridge und Giuseppetti, das sind die ersten drei, das wäre im Moment das Podium, aber wir haben ja noch nicht mal ein Drittel von diesem Rennen hier hinter uns und von daher ist da noch eine Menge Spannung drinne. Und Karl Muggeridge, ich habe es vorhin schon mal gesagt, hat die 1 auf dem Motorrad stehen, hat letztes Jahr am Sachsenring hier das letzte Mal ganz, ganz oben gestanden auf dem Podest. Da war es für ihn der letzte Sieg. Und trotzdem am Ende Meister geworden und auch in der Gesamtwertung der IDM Superbike in diesem Jahr durchaus in aussichtsreicher Position. Jörg Teuchert, so ein bisschen alleine, dann Kevin Waar, Winnemann. Und dahinter Sascha Hommel. Sascha
Rommel kommt immer besser zurecht mit der Yamaha, mit der Superbike Yamaha. Und da muss ich auch Teuchert mittlerweile warm anziehen. So, Giuseppetti vorbei an Karl Margaritsch. Hat sich das jetzt lang genug angeguckt und muss natürlich auch sehen, dass ihm der Martin Bauer da vorne nicht wegfährt. Also für ihn die Devise vorbei an Margaritsch und hinterher hinter der KTM von Martin Bauer. Da haben wir wieder Didier Grams. Auch er sollte eigentlich eine Onboard-Kamera dran bekommen. Die ist allerdings im Warm-up kaputt gegangen. Die wollte dann nicht mehr, hat ihren Dienst da schon aufgegeben. Von daher müssen wir dort bis zum Rennen in Schleiz warten, bis wir von ihm wieder Bilder bekommen. So, Damien Cutlin jetzt wieder direkt hinter Michi Ranseder. Da haben wir Jörg Teuchert. Wird ein bisschen ein einsames Rennen zu diesem Zeitpunkt schon. Also da geht nach vorne hin im Moment für ihn nichts und nach hinten hin hat er auch noch genug Platz und Zeit. Die 56, Niklas Czajbak, der Schwede, ja die erste IDM Superbike-Saison, aber auch da muss man sagen, dass er hervorragend zurechtkommt, hat schon Punkte geholt. Nicht ganz so bombig für ihn. So, die ersten beiden, nämlich Bauer und Giuseppetti, kommen ein ganz klein wenig weg vom Rest der Gruppe. Damien Cutlin in der Verfolgung von Ranseder. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Wie viele Linkskurven hat der Sachsenring? A10 oder B4? Wenn Sie es wissen, dann eine E-Mail an diese Adresse schicken. Und dann haben Sie die Chance, entweder ein Wochenendticket für den ENI Motorrad Grand Prix von Deutschland hier auf dem Sachsenring zu gewinnen oder einmal zwei Wochenendtickets für den IDM-Lauf auf dem Salzburgring. Bitte eine E-Mail schreiben und dann die richtige Antwort reinschreiben und auch reinschreiben, welchen Preis Sie lieber gewinnen wollten, denn es bringt ja nichts, wenn Sie am Ende die Karten für Salzburg gewinnen, aber da überhaupt gar keine Zeit haben hinzufahren. Also von daher ganz kurze Info auch für mich, was Sie denn lieber gewinnen möchten. Einsendeschluss und alle Infos zu diesem Gewinnspiel gibt es immer unter den Videos als Text oder eben auch auf der Internetseite. Werden wir hier Gareth Jones und Jörg Teuchert sehen. Also da hat sich auch ein bisschen was getan. Teuchert jetzt viel, viel näher dran an Gareth Jones. Und da hatten wir auch Mark Wildeson mal im Bild. Er musste ja bisher in dieser Saison pausieren, aussetzen aufgrund einer Verletzung. Jetzt allerdings am Sachsenring konnte er wieder eingreifen. Und ja, zumindest mal in Richtung Punkte könnte es an diesem Wochenende durchaus gehen. Also da ist er durchaus in Schlagdistanz für einen Meisterschaftspunkt. Smirsch auf 3 an Margaritsch vorbeigegangen und schon ein bisschen davor gefahren. Und Cutlin ebenfalls an Ranseder vorbeigegangen. Also da hat sich jetzt doch schon hinter den beiden Führenden ein bisschen was getan. Teuchert auch an Jones vorbei und hier diese Gruppe auch ganz, ganz spannend. Mit Kevin Waar an der Spitze, dann Sascha Hommel, dann haben wir Wenemann mit dabei. Dann haben wir dort in dieser Gruppe Gisbert van Ginhoven mit dabei, Altendorfer, Freddy Paapuminen, Philipp Backlund aus Schweden mit dabei. Also auch diese Gruppe verspricht hier bis zum Rennende Spannung pur. Vorne an der Spitze, da sieht es im Moment so aus, als wenn es einer von den beiden macht, nämlich entweder Giuseppetti oder Martin Bauer. Ranseder verliert so langsam aber sicher den Anschluss an Damien Cutlin und auch Gareth Jones kann das Tempo von Jörg Teuchert nicht mitgehen. Und hier permanent Wechsel in dieser Gruppe, Positionswechsel, jetzt mal wieder Sascha Hommel vorne, allerdings die Attacke von Kevin Waar kommt, klappt allerdings noch nicht wieder, um dort vorbeizugehen am Reichenbacher. Und hier haben wir Margaritsch, Ranseder, Sascha Hommel und Giuseppetti mittlerweile ganz, ganz nah dran an Martin Bauer, dahinter Smirsch, der Meisterschaftsführende, Margaritsch und Damien Cutlin. Damien Cutlin im Moment, ja, sozusagen best of the rest, der Beste, der nicht aus Reihe 1 kam hier bei diesem Rennen. Und es war natürlich auch ganz, ganz spannend zu sehen, was machen die Reifen
hier auf dem Sachsenring durch die vielen Kurven in eine Richtung. Ich sage jetzt bewusst nicht in welche, aber ja, allein schon wenn Sie die Aufnahmen sehen, dann wissen Sie, welche Kurven häufiger vorkommen. Achtung, Attacke von Giuseppetti gegen Bauer. Klappt doch. Also, dann kommt er doch einfach am Omega hier an Martin Bauer vorbei. Im ersten Moment sah es aus, als hätte Martin Bauer diese Attacke noch abwehren können. Es hat nicht geklappt und von daher jetzt neuer führender Dario Giuseppetti. Also, wie gesagt, es geht sehr, sehr oft in eine Richtung und von daher hauen die Reifen genau auf dieser Seite dann doch extrem ab. Und von daher auch bei diesen Bedingungen die Reifenwahl keine einfache Sache. Die 17 hatten wir im Bild, Troy Herfoss vom Team Suzuki Albert Bischoff, der Australier, der ja am Nürburgring seinen ersten Einsatz hatte und dort schon durchaus ja, Beachtliches geleistet hat. Allerdings eben auch einen kleinen Fehler gemacht hat, was dann dazu führte, dass es dort eine Kollision gab. Aber auch hier ist er durchaus wieder mal mit der Chance unterwegs, einen Punkt zu holen. Wir müssen aber auch sagen, dass der etatmäßige Fahrer beim Team Suzuki Albert Bischoff wieder mit dabei ist, Gabor Ritzmeier. Also auch er muss ja verletzungsbedingt aussetzen. Hier am Sachsenring ging es ähnlich wie für Mark Wilson zurück auf die Rennstrecke. So, Teuchert gegen Ranseder. Also Jörg Teuchert, der kann hier in der zweiten Rennhälfte durchaus zulegen, beziehungsweise alle anderen, da bauen die Reifen extrem ab. Das haben wir nach dem Rennen dann gehört, dass wirklich der ein oder andere Fahrer extreme Probleme hatte von den Reifen her. Und das sollte auch noch einen betreffen von ganz, ganz vorne. Wir werden es gleich im Bild haben und dann können Sie sich denken, um wen es geht. Hier haben wir erst nochmal DJ Grams, der ja ein bisschen einsam und alleine seine Runden dreht hier im Moment. So, Giuseppetti und dann Martin Bauer. Also Sie sehen es, bei Martin Bauer, auch dort lassen die Reifen extrem nach. Er hat nach dem Rennen gesagt, irgendwo hat es mal mächtig gequietscht hinter mir. Da muss sich Giuseppetti verbremst haben. Da hatte er schon Angst, dass beide stürzen. Das ging nochmal gut. Und danach war mit den Reifen an der KTM nicht mehr allzu viel los. Rommel verliert hier diese Position an Gisbert van Ginhoven. Da geht es im Moment um Position 8. Vorne scheinen die Messen gesungen zu sein. Nochmal die Attacke Australien gegen Australien. Catlin an Margaret vorbei. Also für Karl Margaret wird es definitiv in diesem Rennen mal nichts mit einem Sieg. Es bleibt dabei. Die 1 kommt nicht auf die 1 auf dem Siegerpodest. Das bleibt auch hier nach dem ersten Rennen am Sachsenring so. Kevin Warf hält auch ein bisschen weiter zurück. Ähnliches Problem wie bei seinem Teamkollege, bei Margaret. Auch dort die Reifen extrem nachgelassen. Und Gareth Jones, der am Anfang richtig gut unterwegs war, richtig weit vorne dabei war, auch er fällt immer weiter zurück. Am Ende wird es für ihn nur noch zu Platz 16 reichen. Und wir gehen in die letzte Runde rein mit Giuseppetti, Bauer. Dann kommt erstmal lange, lange nichts. Naja, so lang ist das eigentlich auch gar nicht. Dann kommt die nächste KTM, Matthias Mersch, der Gesamtführende der IDM. Dann Damien Catlin auf Rang 4, Margaret auf Rang 5. Und dann ist es wirklich so, dass erstmal nichts kommt. Dahinter dann Jörg Teuchert. So, jetzt die letzten Kurven und dann war es soweit. Dario Giuseppetti meldet sich eindrucksvoll zurück. Er sagt, er ist erst bei 70% Leistungsfähigkeit. Davon war hier allerdings nichts zu spüren auf dem Sachsenring Pole Position und auch der Sieg im ersten Rennen vor Martin Bauer und Matthias Mirsch. Also Glückwunsch an den Berliner, an Dario Giuseppetti. Wie Streckensprecher Bernd Fulk gerne zu sagen pflegt, an die Kaffeebohne. Also er hat hier sehr, sehr klug, sehr, sehr souverän gemacht am Ende und dieses Rennen recht deutlich vor Martin Bauer am Ende gewonnen, bei dem allerdings auch die Reifen deutlich abgebaut haben. DJ
Ihr Grams immer für den Spaß zu haben. Für ihn reicht es am Ende nicht zu punkten. Rang 21 für ihn. Und hier haben wir nochmal die ersten 15. Also Giuseppetti vor Bowers Mirsch. Katlin auf der 4, Margaret 5, Teuchert 6, Ranseder 7, Gisbert van Ginhoven 8, Sascha Hommel 9, Philipp Altendorfer 10, Papunen, Backlund, Kevin war auf der 13, Wenemann 14 und Marc Wildesen holt als 15. einen Punkt hier am Sachsenring. Und das war damit das erste Rennen der IDM Superbike. Und noch einmal Applaus für Spirsino und Matti Spirs. Detlefers weiter, das Vorstandsmitglied für Finanzen des ADAC Sachsen mit dem Pokal für Platz Nummer 2, Martin Bauer. Und Klaus Plötzner hat die Ehre, die ganz große Trophäe zu überreichen. An unseren Sieger, an den Ducati-Piloten Dario Giuseppetti. Applaus für die Jungs auf dem Podium. Und now it's time for champagne.